Und hier sind wir auch schon vor unserer Präsidenten-Suite. Im sechsten Stock aus der Präsidenten-Suite kann man eine große Grand Presidential Suite machen, indem man dann die 608 noch verbindet. Dann haben wir eine Two-Bedroom Presidential Suite. Hier haben wir jetzt die Vorschläge. Wir haben eine Kooperation mit Talbot Runhoff, den Münchner Designer. Was man jetzt sieht, ist die zukünftigen Kimonos, / Bademäntel, die wir in den Suiten von Talbot Runhoff bekommen werden. Und auf der linken Seite, gleich hier drüben, sieht man voraussichtlich das neue Modell für unsere Hostessen, gemacht von Talbot Runhoff. Jetzt sind wir in der neuen Präsidentensuite. Wir sind hier im Foyer und gehen jetzt hier in das Wohnzimmer rein, wo ich auch schon gesagt habe, da ist auch eine Türe, wo es dann auch in die Küche geht. Aber hier, dieser Bereich ist komplett neu mit diesem spektakulären Ausblick über die Dächer von München. Frauenkirche vor einem, kleiner Balkon, wo man auch draußen sich aufhalten kann. Genau, der Arbeitsbereich, alles mit Leder überzogen. Blick durch die Fenster zur Oper Richtung Maximilianstraße. Wir haben jetzt hier die Kooperation mit Nymphenburg Porzellan. Unser neues Motto-Thema nach der Renovierung, mit der Renovierung, ist jetzt das Gateway to the Alps, weil man von uns, von diesem sechsten Stock und auch von der Dachterrasse oben wunderbar, teilweise je nach Wetterbedingungen, die Berge sieht. Hier sieht man Bilder von unserem Künstler, der in allen Zimmern und allen Suiten ersichtlich ist. Es ist Felix Rehfeld. Das Original dazu sieht man unten im Eingangsbereich, wenn man Richtung den Private Rooms läuft, sieht man das Original 100 Miniatur-Ölbilder, nicht Ölbilder, Acrylbilder. 100 Stück sind es in Miniaturausführung, das Original sieht man wie gesagt unten. Und das sind jetzt eben hier die großen Bilder dazu und wie gesagt unten als Original im ersten Stock. Durch den Eingang, durch das Foyer durch, in den Master Bedroom rein. Mit diesem schönen großen Bett. Mit der Installation, in dem man auch Licht neben dem Bett auf dem Nachtkästchen, das Licht sowie auch die Blinds, die Vorhänge öffnen und schließen kann. Und wir haben hier ein schönes Zeichen direkt dort. Das heißt, wir brauchen, oder die Gäste brauchen zum Laden ihrer iPhones oder ihrer Telefone, ihrer Smartphones kein Kabel mehr, sondern man kann, wenn man eingecheckt ist, einfach nur auf das Nachtkästchen sein Telefon legen und es lädt sich automatisch auf. Da haben wir jetzt, da wir eben Single-Use Plastic Free sind, kein Einwegplastik mehr, haben wir als neues Produkt jetzt in den Zimmern und in allen Suiten La Biosthetik Produkte. Und da wir nicht mehr diese einzelnen Hotelfläschchen, Plastikfläschchen mehr verwenden, haben wir jetzt diese schönen Spender, die La Biosthetik extra für uns kreiert hat. Also was wir jetzt vor uns sehen, ist unsere Hotel- oder Suitenbar, ja, in jedem Zimmer, in jeder Suite. In dem Fall haben wir jetzt hier oben den Negroni, das ist unser Weekly Special. Das heißt, jede Woche bekommen wir hausgemachte eigene Cocktails, die wir hier anbieten unseren Gästen, kostenfrei. Das heißt, der Gast, wenn er den trinken möchte, ruft im Room Service an, lässt sich Eis hochbringen und kann sich mit dem Shaker seinen eigenen Cocktail selbst hier im Zimmer oder in der Suite kreieren. Weitere Cocktails gibt es natürlich dann bei uns unten auch in der Ori Bar. Die Minibar, wie gesagt, noch nicht so ganz fertig und voll bestückt. Alles ist kostenfrei. Besonders hervorheben möchten wir die Kaffeekapseln. Die sind von Feel Good Coffee, ein Unternehmen vom Tegernsee. Es ist nämlich alles kompostierbar. Kein Aluminium, kein Plastik mehr, kompostierbar. Feel Good Coffee. Und was ganz schön ist an diesem Punkt zu erwähnen, wir sind seit Eröffnung 1. Oktober
Single-Use-Plastic-Free. Das heißt, Sie haben kein Einwegplastik mehr in dem Zimmer oder in den Suiten. So, kommt rein. Das sind unsere Kimonos von Talbot Grundhof Design, die wir im November bei uns in den Badezimmern haben. Und das ist unsere Bavaria Suite. Und das Design, na, Ralf, ist, was wir hier sehen, anders als in der Präsidenten-Suite, glaube ich, was wir in allen Zimmern so vorfinden. Die Farben, die Muster, die Formen, genauso. Sieht's aus. Eine wirklich für Innenarchitekten sehr schöne Aufgabe, ein Thema zu bekommen und vor allen Dingen dann einen Auftraggeber zu haben, der bei allem mitgeht, was man so vorschlägt und designt. Und also es kann sagen, es mussten keine großen Widerstände überbrückt werden, um irgendwie dieses zu realisieren. Wir haben dann vor einem Jahr ein Musterzimmer kreiert hier und als dann John Riley, der CEO von Mandarin, vorbeikam und gesagt hat, bauen wir so, mir gefällt's, alles gut, da war irgendwie große Freude für uns als Innenarchitekten und Designer da und einiges mussten wir hier belassen. Diese Parkettböden, die haben wir 2007 hier schon realisiert, um das Hotelprojekt damals so ein bisschen aufzuwerten. Hier waren Teppiche. Wir haben damals 2007 die Bäder alle gelassen und die haben wir jetzt auch im Aspekt, dass da drüben ein neues Hotel entsteht oder ein neuer Hotelteil, haben wir jetzt die ganzen Bäder neu gemacht. Da tun wir uns natürlich schwer ein bisschen mit Biedermeier-Stil, deswegen sind die an sich von ihrer Designausrichtung sehr neutral, sehr wertig, haben aber irgendwie kleine Details und Applikationen, die wir hier auch in dem Wohnbereichen dann finden.